Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, erst seit 2011 muss erfasst werden, wie viel Antibiotika an Tierärzte abgegeben wird. Minister Schmidt, es war nicht das ureigene Interesse und Bestreben Ihres Hauses, dass die Mengen erfasst und reduziert werden. Die Novelle der AMG war keine freiwillige Verbesserung der Bundesregierung, ganz und gar nicht. Die Bedrohung durch multiresistente Keime aus den Viehställen war der Grund. Es war ein harter und zäher Kampf, dieses Monitoring gegen Ihre ewige Schönfärberei durchzusetzen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Rückgang der Abgabemenge zeigt doch, dass unser grünes Drängen richtig war. Wobei die Verlässlichkeit der Zahlen, naja, zu groß erscheinen die Unterschiede zwischen den einzelnen Dateien, der QS-Datei und den BVL-Daten. Hier gibt es noch viele Fragen zu klären. Liebe Kolleginnen und Kollegen, so viel Lob muss aber sein. Der nun vorliegende Antrag beinhaltet durchaus Positives. Es ist nämlich unbedingt erforderlich, dass der Antibiotikaeinsatz nicht nur in der Mast, sondern auch in der Aufzucht der Tiere, in der Elterntierhaltung dokumentiert wird. Von der Geburt bis zum Tod muss dokumentiert werden und nicht irgendwann eingesetzt werden. Bis Ferkel und Kälber abgesetzt sind, ist nämlich eine Menge passiert beim Antibiotikaeinsatz. Endlich wollen Sie auch gegen die ökonomischen Fehlanreize beim Verkauf von Antibiotika vorgehen und die Rabattgewährung immerhin überprüfen. Da hätten Sie doch aber auch einfach unserem grünen Antrag von 2014 folgen können. Diese Problematik ist doch schon seit langem bekannt. Da ist es aber wieder das Abwarten des Ministers Schmidt. Abwarten, verzögern, aufschieben. Macht ihr mal erst, ich schaue dann es mir vielleicht mal an. Oder heute sagte er es unnachahmlich, ich habe das Ziel, dass wir auf dem Weg sind. Und apropos aufschieben, wo bleibt eigentlich die Liste der Reserveantibiotika, die so lange angemahnte, die Gegenstand von Anwendungsbeschränkungen sein soll? Es wurden 2015 immer noch 14,2 Tonnen Reserveantibiotika abgegeben, 2,4 Tonnen Reserveantibiotika mehr als in 2011. Also immer schön die Kirche im Dorf lassen, liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor Sie in der CDU, CSU mit der Lobhudelei es zu stark betreiben. Herr Minister, nicht wie Sie es heute sagten, auf die höhere Stufe der Wahrnehmung das Problem heben, sondern Reserveantibiotika müssen raus aus den Tierställen. Das hat meine Kollegin Ihnen doch eindeutig klargemacht. Hören Sie doch auf den Fachverstand derjenigen, die es beurteilen können. Im vorliegenden Antrag fehlen mir mindestens und uns mindestens drei Punkte. Erstens, statt auf mehr Hygiene zu setzen, sollten Sie den Tieren einfach mehr Platz für ein artgerechtes Leben bieten. Das hat die Kollegin der Linken doch auch sehr klar gemacht. Sie sehen aber nach wie vor keine Notwendigkeit, die Haltungsvorschriften für Schweine zu ändern. Zweitens, relevante Reserveantibiotika müssen klar erfasst und natürlich bis auf wenige gut begründete Ausnahmen im Stall verboten werden. Da ist das Verbot der Umwidmung einmal mehr doch nur Schönfärberei. Übrigens, Herr Minister, da Sie sich so ausgebreitet über Antibiogramme ausließen, nur bei der Umwidmung soll Antibiogramm erstellt werden und nicht grundsätzlich. Das ist nach wie vor stark zu kritisieren. Drittens, die tierärztliche Bestandsbetreuung muss endlich verstärkt werden, über das wir nun schon seit 10 Jahren philosophieren, damit die Tierärzte mit ihrem Wissen ihren Lebensunterhalt verdienen können und nicht durch den Verkauf von Antibiotika im Familienback. Dafür brauchen wir einheitliche Abgabepreise. Wir brauchen eine Aufhebung der Rabattgewährung. Eines sei noch gesagt zum Abschluss. Auch wenn es leider absolut Standard ist, 40.000 Hähnchen mit Antibiotika im Trinkwasser zu behandeln, nur, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, CSU, nur weil es gemacht wird, ist es noch lange nicht in Ordnung. Das ist kein Rechtsbegriff. Prophylaxe ist und bleibt verboten, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Als nächste Rednerin spricht Dieter Konnemann für die CDU-CSU-Fraktion.